Ja. Der nächste Song heißt krass. Älterer Song, aber zum Durchdrehen. Okay. Check. Alle sind sich sicher. Jeder will ein krasser sein. Doch das wird nicht klappen wie ein defektes Butterfly. Und sie fragen mich, bist du doch der eine? Schauen sie, Hände hoch und Hände mit deinen Scheine. Deshalb seh ich meine Brüder vor dem Richter. Der Staat ist eine Notte, bloß ein Bitch uns gefickt. Du wolltest auf mich schießen und machst nicht mal die Bahn erwischt. Viele deiner Leute fragen mich, an deine Mann geschickt. Ah, was geht ab, meine Freunde? Vielen Dank. Ah, tje, tje. Ah, was geht ab? Krass heißt das Song. Alle sind sich sicher, jeder will ein krasser sein. Doch das wird nicht klappen wie ein defektes Butterfly. Und sie fragen mich, bist du dieser eine? Schnauze, Hände hoch und Hemd mit deinen Scheinen. Deshalb seh ich meine Brüder vor dem Richter. Der Staat ist eine Nutte, bloß die Bitch ausgefickt. Du wolltest auf mich schießen und machst dich mal die Bahn erwischt. Viele deine Leute sagen, sie haben deine Mann gefickt. Du Arschkitzel, ich frage mich, warum du so ein Bastard bist. Ergeblich hast du krass und wurdest in der Bahn erwischt. Hamburg 040, für viele heißt es Headshot. Rap ist ein Automat, ich knack dir den Jackpot. M-I-C-R, jeder weiß, mein Name ist gesetzt. Deine Leben wird von mir gefickt, genau wie deine Ex. So piss dir selbst, denn du weißt, ich werde wiederkommen. Ich schieß mit geladenen Mac-Tanks aus Libanon. Jay. Ah, wir wollen alle dasselbe. Yeah, der nächste Song heißt Cash Fame Noten. Mit Arno aus Wilhelmsburg. Master Fuya, represent. Jay. Yeah. I just want money. Roll im Ferrari, komme mit Handvoll Frauen, so wie Barney. Ich gehe nie auf Party, die Party kommt zu mir. Schlimm als die Stasi, masterfiziert. Ich geh mit Frauen raus, denk nur ans Geld. Du gehst ins Frauenhaus, zeigst deine Welt. Dein Sparschwein von Aldi, meiner bestellt. Totenkopf von Ares mit Steinen besetzt. Ich hab so viel Geld, dass ich keine Kohle brauche. Und statt dass ich ab und zu an meine Kohle rauche. Bestell mir ne Nutte, nur als Dekor. Du deine Gruppe und kriegst übers Ohr. Nimmst mir mein Geld weg, nehm ich deine Ehre. Schnell wird zu Hektik, indem ich mich dann wehre. Warte, die Wand voll lila Scheine, wie viel willst du wert sein? Wie geht ihr ab, genau sie eine Silo, schau mein Geldschein. Cash, Fame, Noten, Digga, ich will Cash, Fame, Noten. Digga, wir wollen Cash, Fame, Noten. Digga, ich will Cash, Fame, Noten. Jay, Master Puja, vielen Dank für die Chance, hier dabei gewesen zu sein. Reach. Vielen Dank, Moritz. Wir sind immer dabei. Yo, Hamburg, was geht? Mein Deutschland, was los? Woodland 360, heute mit dem Gast aus Hamburg, Alsterdorf, Master Puja, was geht, Bro? Was geht ab, Bruder Herz? Alles gut bei dir? Alles bestens. Nice. Wie gesagt, Baba Show eben gerade. Nice. Dankeschön, danke, jetzt machen danke. Wir ein kurzes Interview, stell dich ein bisschen sehr vor. Gerne. Was sehr für ein Landsmann bist du eigentlich? Mein Name ist Master Puja, ich komme hier aus Hamburg. Ich bin Perser, gebürtig Perser, man sieht es mir vielleicht gar nicht an. Ich habe deutsche Gene noch von meiner großmutterlichen Seite noch drin. Deswegen ein bisschen hellere Haare, ein bisschen hellerer Bart, rötlicherer Bart. Aber ich bin Perser, genau. Alles klar. Und wie sieht es eigentlich aus? So, gibt es eigentlich viele Perser, die in Deutschland irgendwie auf Deutsch rappen? So, wie ist die Szene eigentlich? Es gibt tatsächlich viele Rapper, von denen man eigentlich nicht vermuten würde, dass sie Perser sind. Einige von denen haben sich gerade zusammengeschlossen, zum Beispiel Life is Pain, PA Sports, Mosh 36, Kianush, auch mein Bruder Millionär, Synergy an dieser Stelle, Free Synergy, der bald rauskommen wird. Und dann haben wir wieder was Neues zum Hören auf jeden Fall. Sehr viele Perser unterwegs. Alright, interessant auf jeden Fall. Und seit wann machst du Musik? Also, und was inspiriert dich? Was hat dich eigentlich inspiriert, Musik zu machen oder Hip-Hop zu machen? So? Gib mal ein bisschen dein Background. Musik mache ich eigentlich seitdem ich 12 bin. Ich komme aus einer Musikerfamilie. Mein Vater ist Musiker, früher im orchestralen Bereich. So, hat da früher schon angefangen und dann hat er Fuß gefasst und das ist in meine Gene mit eingeflossen. Hat mich sehr viel inspirieren lassen von der alten persischen Musik. Und habe angefangen, aber ich kann erst sagen, dass ich seit 5 Jahren ungefähr professionell rappe, beziehungsweise Musik mache, alles selbst produziere. Und ach, du machst die Beats komplett selber? Das? Genau, die Beats mache ich komplett selbst. Momentan ist nicht mehr so viel Zeit wie früher der Fall, weil ich zwar noch Student war, nicht arbeiten musste, keine Rechnung bezahlen musste. Inzwischen habe ich Kollegen, an dieser Stelle Grüße an Conny und an Supreme Frost, der auch mein DJ ist auf den meisten Auftritten.
Und genau, das hat mich so inspiriert, ein bisschen mit der Musik weiter tiefer in die Materie zu gehen. Und Rap ist ein Lifestyle, was man leben muss. Und ich absolut, ich kenne das selber so. Ich produziere auch Beats, aber zurzeit mache ich es auch nur, wenn ich eigentlich aufnehmen muss. So. Ich meine, früher habe ich auch immer konstant Beats gemacht. Ach, was, aber jetzt auch ein bisschen runtergeschraubt. So. Also nice. Ich kenne die Liebe auf jeden Fall dafür. Nice. So, ich mein, so. Ja, geil. Man will lieber selbst an der Stelle sitzen, selbst dran bauen und nicht später sich ärgern oder jemand anderes dafür anmachen müssen, zu sagen, ey, der Beat war gar nicht so geil. Da kannst du dir immer noch selbst die Schuld geben. Ja, Mann. Wie sieht's aus mit Mischen? So, mischst du auch selbst oder und Mastern? Mischen, oder Mischen tue ich auch selbst. Mastern hole ich mir gerne mal hier und da vielleicht noch ein paar Tipps. Die berühmten YouTube-Tutorials, die man sich so anschaut. Absolut. Aber ich versuche alles so weit wie möglich selbst zu machen. Momentan mit der Hilfe von Supreme Frost, der auch die Beats mitproduziert. Dope, dope. Und gab es eigentlich schon vorher Releases so von dir? Weil wie gesagt, ich kenne dich jetzt noch nicht so lange. Also ich bin eigentlich durch einen Kollegen auf dich aufmerksam geworden so. Und bin auf jeden Fall positiv überrascht, was ich da Dankeschön. Gehört habe. Deswegen bist du auch hier, weil Dankeschön. Ich dich gerne unterstütze. Korrekt. Wie sieht es denn aus mit Releases? Hast du vorher schon ein Album rausgehauen oder irgendwas? Ich habe vorher, es gab so eine lange Geschichte, dass ich für eine kurze Zeit weg musste. Habe ich dafür nochmal ein Mixtape veröffentlicht gehabt früher. Das hieß Vom Master zu Mister. Weil ich ja Master Puja heiße, diese harten Texte, wollte ich da so einen Schwung haben vom Master, dass ich so langsam der Mister werde, erwachsenere Texte. Da gab es ein Mixtape vom Master zu Mister und jetzt ist endlich mal wieder was Neues am Start. Okay, alles klar. Das heißt, du release bald, also ein Album kommt oder EP oder was kommt da so? Genau, ich werde für meinen Auftritt auf dem Out for Fame Festival, was riesig ist, will ich dafür vorab schon mal ein Mixtape veröffentlichen, was for free für die Leute sein soll, damit die wieder up to date sind, was abgeht. Also professionell Musik machen. Auf jeden Fall. Okay, dann habe ich jetzt noch eine letzte Frage. Also wie würdest du deine Musik einschätzen? Ist es mehr Gangster-Rap oder ist es mehr Hip-Hop oder Boom-Bap oder welche Richtung gehst du so? Ich würde sagen, es ist eher gemischt. So eine Mischung aus Straßenrap und Einfluss aus dem Hip-Hop, dass man auf jeden Fall nicht vergessen sollte, woher der ganze Rap eigentlich kommt. Tja, hör zu. Dass die Beats auf jeden Fall mit drin bleiben, dass man diesen Einfluss immer noch hat und sich nicht vermischt. Und ich sage es immer wieder, ich will nicht in Richtung dieses typische, was heißt typische, zwischentypische Hip-Hop, dieses Crow-Rap. Da will ich gar nicht rein. Ich will immer noch Straße bleiben. Und so alles, harte Beats, Leben. Harte Texte. Genau. Und gute Delivery. Genau. Und real bleiben auf jeden Fall. Ja, cool. Hat mich gefreut, dass du hier warst, Digga. Cooles Ding. Kommst wieder zurück irgendwann. Sehr mal. Gerne. Sehr und gerne, mein Lieber. Hamburg. Hat mich gefreut auf jeden Bescheid, Fall. Master Puja, check ihn aus. Baba Rap. Yeah, wir sind Woodland 360. Wir sind draußen. Peace. Gebt euch.